Respekt, das war ein Feuerwerk. Wir haben die direkt überrannt. Überrannt, kann man so sagen. Und ja, dann leider das 2-1 und 2-2 bekommen. Aber unsere Mannschaft, wie man die kennt, die geben nicht auf. Wir geben nicht auf. Wir haben Power und ja, am Ende sage ich, gehen wir verdient als Sieger hier runter. Ja, du hast angesprochen, 2-1, da hatte man das Gefühl, so bei euch so ein bisschen den Rückwärtsgang wieder zu erkennen. Ja, wir haben leider dann ein bisschen aufgehört, Fußball zu spielen, was eigentlich unsere Stärke ist. Aber wie gesagt, wir sind dann Gott sei Dank ja, nicht so gut aus der Halbzeit gekommen, aber dann im Ende des Spiels wieder vernünftig reingekommen und ja, 3-2 gewonnen. Ich meine, was gibt es Besseres als Sieg zu Hause hier? Ja klar, nach dem Ausgleich, da habt ihr wirklich manche Rakete losgelassen, ne? Ja, ich weiß auch nicht, manchmal haben wir wie eine dritte Luft, so kann man so sagen. Ja, und dann haben wir die Power und auch die Spieler, die die Dinge auch machen da vorne. Ja, 5 Spiele, 13 Punkte, was will man mehr in Düren? Kann man sich nicht beschweren. Also wir sind alle glücklich, wir nehmen alles mit. Aber im Großen und Ganzen stehen die 40 Punkte, der Klassenerhalt. Wir nehmen jeden Punkt mit und hoffen so schnell wie möglich die Klassenerhalt zu schaffen. Ausgewechselt nach ungefähr 70 Minuten, glaube ich. Ne? Ja. Bisschen Power verloren oder verletzungsbedingt oder schon fest? Ich glaube, der Power war noch da. Ich glaube, es war ein taktischer Wechsel, weil wir vorne frische Blut nochmal reingebracht haben und für die Konter. Ja, kaputt nicht, verletzt auch nicht. Ja, letzte Frage, was hat der Trainer in der Halbzeit zu euch gesagt? Das ist ja mal interessant, ne? 2-1. Der Trainer war ja wie so ein HB-Menschen mit unterwegs, die 90 Minuten. Ich glaube, der war nicht so ganz zufrieden, ne? Ja, doch. Ich meine, wir haben eine gute Halbzeit gespielt, nur die letzten 10 Minuten, sage ich, waren wir ein bisschen am Wackeln. Aber ja, wir glauben an unsere Stärken, wir machen unsere Dinge, unsere Abläufe, unsere Matchplan und dann wird das in der zweiten Halbzeit. Haben wir umgesetzt und ja, wir haben gewonnen.